Hallo ihr Lieben, heute mit einem neuen Video eine Live-Aufstellung Asthma als Energie. Was steckt dahinter? Wie viele von euch wissen, alles ist Bewusstsein, alles hat ein Bewusstsein, Menschen, Lebewesen, Dingen und Sachen. Genauso auch für jede Krankheit und jedes Symptom, sogar für jeden Zustand, gibt es mindestens eine energetische Ursache. Und genau diese energetische Ursache haben wir in diese Asthma-Aufstellung aufgestellt. Ich sage an dieser Stelle ausdrücklich, dass wir hier nicht an der Erkrankung Asthma arbeiten, sondern an ihre energetische Ursache. Mit einer Aufstellung heilen wir keine Krankheiten, sondern wir arbeiten auf die energetische Ebene, auf die seelisch-geistige Ebene und wir lösen dort die energetische Blockierungen auf. Denn alles hat eine energetische Ursache und diese Ursache liegt natürlich auch auf der energetischen Ebene, im Bewusstsein, in der Seele. Und dort arbeiten wir mit Familienaufstellungen. Wir arbeiten auf der seelisch-geistigen Ebene und wir arbeiten an dem Energiefeld. Bronchialerkrankungen haben oft mit familiären Problemen zu tun. Diese können aber auch übertragen worden sein. Was genau die Ursache dafür ist, können wir mit einer Familienaufstellung ersehen. Wie hier in dieser Live-Aufstellung sehen wir, was hinter der Asthma steht. Und diese energetische Blockade kann in der Familienaufstellung aufgelöst und geheilt werden. Ich sage nochmal ausdrücklich energetische Heilung. Keine Heilung von Krankheiten, Heilung von energetischen Ursachen. Ich wünsche euch viel Freude beim Zuschauen. Und wenn ihr selbst was aufstellen möchtet, kontaktiert mich bitte. Ihr seid herzlich eingeladen. Und herzlich willkommen zu einer Gruppenaufstellung. Jeden Monat gibt es mehrere Termine. Es sind Online-Aufstellungen, wie hier zum Beispiel in diesem Video. Gute Zeit und viel Freude. Okay. Also ich wollte gern mein Asthma aufstellen. Hat sich eigentlich seit Jahren nicht mehr so richtig gezeigt. Also ich komme ziemlich gut klar damit, aber ich wollte es einfach mal aufstellen und gucken, was da ist. Gerne. Ist auch was ganz Wichtiges. Seit wann hast du Asthma, Moritz? Seit kleines Kind schon. Also seit vielleicht so in dem Dreh von 4 bis 8 Jahren oder so. Da hat es angefangen? Ja. War es früher schlimmer als heute? Ja, wesentlich schlimmer, aber ich habe auch mal früher sehr viel mehr gewogen. Und seit ich mehr Sport gemacht habe und sowas, geht es eigentlich. Ich merke es aber immer noch, wenn ich jetzt draußen joggen gehe. Wenn ich an der frischen Luft Sport mache, dann komme ich recht schnell aus der Puste. Das war schon immer so. Also schneller als andere Menschen. Das ist definitiv das Asthma. Ich würde vorschlagen, wir stellen dich auf und das dein Asthma. Mhm. Hier muss ich jetzt deklarieren, wir heilen keine Krankheit, wir gucken die energetischen Ursachen, was das Asthma zu bedeuten hat. Ne? Das weiß aber jeder von euch, glaube ich. Also es ist keine Körperheilung, sondern nur eine Aufstellung. Wir möchten die Energie und die Ursache, die energetische Ursache vom Asthma anschauen. Und das dürfen wir auch. Such dir jemand für dich und jemand für dein Asthma. Andrea, magst du mich machen? Ich? Ja. Oder das Asthma? Ja, gerne. Oder magst du mir das Asthma vielleicht?
Das fühlt sich besser an. Nee, ich mach dich. Okay. Und dann vielleicht Ingrid, mein Asthma. Gerne mal. Danke. Achso, wie stehen wir uns gegenüber? Also, ich würde sagen, das Asthma ist hinter mir. Ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es mich anschaut. Also ich schaue es nicht an. Also du stehst vorne, wo schaust du hin? Geradeaus einfach. Du schaust geradeaus. Asthma ist hinter dir. Mhm. Ganz nah, ganz dicht oder weit auf Entfernung? Ja, mittlere Entfernung. Also schon in der Umgebung. Nicht weit weg, aber auch nicht extrem nah. Okay. Bitte, die Stellvertreter, füllt euch in den Rollen rein. Der Stellvertreter von Moritz, wie geht es dir? Ich kriege ein bisschen schwer Luft. Also schwerer als ich normal. Ich kriege schwerer Luft. Und ich merke, dass was hinter mir ist. Hast du eine Idee, warum du schwer Luft kriegst? Hast du eine Idee, was ist das, was hinter dir steht? Ich will mich auch nicht wirklich umdrehen, um mir das anzuschauen. Okay. Fühlt sich an, als wenn so Arme von hinten kommen. Von weiter hinten. Was macht das mit dir aus? So macht dich das nervös oder Angst oder schwer, leicht, angenehm? Was ist deine Empfindung? Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Angst habe ich keine. Sag das zu gefällt mich. Das ist irgendwie was mich so wie nach hinten zieht. Sehen will, aber ich möchte hier stehen bleiben, wo ich bin. Sagst du zu dieser Sache hinter dir, ich will gar nicht auf dich schauen? Ich will gar nicht auf dich schauen. Und ich will dich auch nicht bei mir haben. Ich will dich auch nicht bei mir haben. Ich will auch nicht, dass du mich nach hinten ziehst. Und ich will auch nicht, dass du mich nach hinten ziehst. Lass die Finger von mir los. Lass die Finger von mir los. Ich bin standhaft. Ich bin standhaft. Ich bin standhaft. Ja, das stimmt. Wie geht's das Asthma? Also, ich bin sehr stark und kräftig und groß. Sag zu Moritz, ich bin sehr stark und kräftig und groß. Ich bin sehr stark und kräftig und groß. Und ich bin hinter dir. Und ich bin hinter dir. Und ich will dich einnehmen. Und ich will dich einnehmen. Und jetzt frage ich dich, warum willst du Moritz einnehmen? Weiß ich nicht genau.
Ich frage das Asthma. Wer oder was bist du? In ein Ereignis. Genau, da kriege ich keine Luft. Jetzt frage ich dich nochmal, bist du ein Ereignis? Ja. Wie alt ist das Ereignis? Zwanzig Jahre. Weiß nicht. Gehörst du zu Moritz? Ja. Bist du ein Ereignis, was Moritz persönlich erlebt hat? Ja. Und jetzt frage ich dich, was ist passiert? Okay, lassen wir diese Frage wirken. Stellvertreter von Moritz, kannst du dich umdrehen und das Asthma anschauen? Ja, ich drehe mich um. Sehr gut. Dreh dich um und schau auf das Asthma. Und sagst du, jetzt kann ich auf dich schauen. Jetzt kann ich auf dich schauen. Jetzt sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich. Hast du eine Idee, was ist das für ein Ereignis? Jetzt frage ich den echten Moritz. Vor ungefähr 15 bis 20 Jahre davor hast du etwas erlebt, was für dich schwerwiegend war? Also entweder, mir fallen nur zwei Sachen ein. Entweder die Scheidung von meinen Eltern oder als ich mal in Main gefallen bin. Fragen wir mal, die Stellvertreterin von Moritz fragt das Ereignis. Bist du die Scheidung von meinen Eltern? Bist du die Scheidung von meinen Eltern? Ja. Jetzt frage ich das Ereignis. War die Scheidung so schlimm für Moritz, dass er keine Luft gekriegt hat? Ja, sehr schlimm. Wie geht's dem Moritz in der Rolle? Traurig. Wenn ich daran denke, das macht mich traurig. Wenn ich daran denke, macht mich das traurig. Jetzt frage ich den Moritz, wie alt bist du? Wie alt bist du? Ich? Bist du ein Kind? Nein. Bitte? Nein. 25, 27, sowas. Okay, du bist der Erwachsene. Okay. Jetzt frage ich das Asthma. Ist das Kind Moritz bei dir? Ja. Jetzt frage ich dich, wer kriegt schlecht Luft? Das Asthma oder das Kind? Das Kind.
Bist du jetzt das Kind? Ja. Wie alt bist du? Fünf oder sechs. Klein. Moritz sagt zum Kind, jetzt sehe ich dich. Ich sehe die Scheidung. Ich sehe die Scheidung. Ich sehe das Asthma. Ich sehe das Asthma. Und ich sehe das kleine Kind. Ich sehe das kleine Kind. Mein inneres Kind. Mein inneres Kind. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Auch wenn es mir schwer fällt. Auch wenn es mir schwer fällt. Auch wenn es mich traurig macht. Auch wenn es mich traurig macht. Ich schau dich jetzt an. Ich schau dich jetzt an. Wie als wenn ich das vergessen hätte. Ich hab dich ganz vergessen. Ich hab dich ganz vergessen. Ich wüsste nicht, dass du da bist. Ich wüsste nicht, dass du da bist. Eine Bitte habe ich an die unbeteiligte Teilnehmerin. Könnt ihr eure Mikros ausmachen, weil jetzt eben räuscht ein bisschen. Ich habe dich ganz vergessen. Ich habe dich ganz vergessen. Aber jetzt habe ich dich gefunden. Jetzt habe ich dich gefunden. Und ich schaue auf dich. Und ich schaue auf dich. Wie geht's dem Kind? Schön. Hast du dich jetzt gesehen? Ja. Sag zu Moritz, jetzt wenn du auf mich schaust, geht es mir gut. Jetzt wenn du auf mich schaust, geht es mir gut. Ich bin dein inneres Kind. Ich bin dein inneres Kind. Und die Scheidung war für mich so schwer. Die Scheidung war für mich so schwer. Dass ich keine Luft gekriegt habe. Dass ich keine Luft bekommen habe. Wird jetzt leichter für das Kind? Ja. Atme mal ein paar Mal tief ein und aus. Moritz sagt zum Kind, jetzt darfst du frei atmen. Ich sehe dich jetzt. Jetzt darfst du frei atmen. Ich sehe dich jetzt. Ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Du bist nicht mehr alleine. Du bist nicht mehr alleine. Wie geht es dem Kind? Gut. Also gut. Also besser. Bist du beweglich? Kannst du dich bewegen? Bisschen. Ich komme jetzt in der Bewegung. Ich komme jetzt in die Bewegung. Und ich schaffe Luft für mich. Und ich schaffe Luft für mich. Ich mache mich frei. Ich mache mich frei.
Moritz sagt zum Kind, du darfst wieder frei atmen. Du darfst wieder frei atmen. Alles ist vorbei. Du hast die Scheidung gut überlebt. Du hast die Scheidung gut überlebt. Guck mal, wie groß ich geworden bin. Guck mal, wie groß ich geworden bin. Das habe ich dir zu verdanken. Das habe ich dir zu verdanken. Andrea, kannst du, solange du nicht sprichst, Mikro ausmachen? Ich glaube, diese Störung kommt von dir, vermute ich, weiß ich nicht. Jetzt ist Störung weg, okay. Wenn du sprichst, mach's wieder an, bitte, und dann wieder aus. Wie geht's dem Kind? Besser. Jetzt wirst du gesehen. Das weißt du, dass man dich jetzt sieht? Ja. Du weißt, dass du alles loslassen kannst? Und du weißt, dass diese Zeit mit der Scheidung schon längst vorbei ist? Weiß ich. Brauchst du noch etwas? Eine Umarmung. Super. Moritz in der Rolle. Wenn es geht, sagst du zum Kind, ich nehme dich jetzt an. Ich nehme dich jetzt an. Komm bitte zu mir. Komm bitte zu mir. Du gehörst zu mir. Du gehörst zu mir. Du bist mein inneres Kind. Du bist mein inneres Kind. Und dein Platz ist bei mir. Und dein Platz ist bei mir. Du darfst heilen. Du darfst heilen. Du darfst dein Asthma loslassen. Du darfst dein Asthma loslassen. Und du darfst dich befreien. Und du darfst dich befreien. Jetzt bin ich für dich da. Jetzt bin ich für dich da. Streck mal die Hände und lade Kind ein. Komm zu mir, so wie man mit den kleinen Kindern macht. Komm jetzt zu mir, ich will dich umarmen. Ist das Kind zum Erwachsenen gegangen? Ja. Lässt du dich auch umarmen? Ja. Wie geht es dir? Gut. Schnürt noch etwas am Hals? Bisschen schwer, aber geht. Was ist ein bisschen schwer? Mit der Atmung, aber ist noch ein bisschen. Moritz sagt zum Kind, es ist vorbei. Alles ist vorbei. Es ist vorbei, alles ist vorbei. Du darfst frei atmen. Du darfst frei atmen. Und du kannst auch frei atmen. Du kannst auch frei atmen. Schau mal, das kann ich auch. Schau mal, das kann ich auch. Ich atme auch frei. Ich atme auch frei. Wenn ich das kann, kannst du es auch. Wenn ich das kann, kannst du es auch. Und jetzt haltet euch beide die Hände, also ihr steht gegenüber voneinander, das Kind und der Erwachsene. Ihr nehmt euch an den Händen. Und ihr macht gleichzeitig beide zusammen drei tiefe Atemzüge. So tief, wie du atmen kannst. Richtig im Bauch ein und aus. Erster Atemzug. Zweite.
und Tritte. Wie geht's jetzt dem Kind? Besser. Moritz sagt zum Kind: Für das alles, was du mitgemacht hast, hast du eine Belohnung verdient. Für das alles, was du mitgemacht hast, hast du eine Belohnung verdient. Was wünschst du dir? Was wünschst du dir? Ich wünsche mir eine ganz lange Wildwasserbahnfahrt. Echte Moritz, lässt sich das machen? Irgendwann, muss jetzt nicht diese Woche sein, aber in den nächsten paar Monaten. Ja, bestimmt. Wird sich machen lassen. Wichtig ist, also wenn du jetzt zusagst, musst du es anhalten, ne? Ist ja, es egal wann, das kann auch nächstes Jahr, Frühjahr, Sommer sein. Spätestens nächstes Jahr, Frühjahr, Sommer. Nee, ich halte mich dran. Alles gut. Dann gehst du in deine Rolle rein. Und Zuckerwatte hätte ich gerne, bitte. Was? Zuckerwatte. Da musst du auf dem Kirmes gehen. Dann gehe ich auf Wildwasserbahn fahren und Zuckerwatte essen. Das wird sich machen lassen, auf jeden Fall. Geh in deine Rolle rein. Mhm. Und dann versprichst du das dein inneres Kind. Ich gehe mit dir Wildwasserbahn fahren. Ich gehe mit dir Wildwasserbahn fahren. Und Zuckerwatte essen. Und Zuckerwatte essen. Ich arbeite daran, dass mir das möglich wird. Ich arbeite daran, dass mir das möglich wird. Ich mache es so schnell, wie ich kann. Ich mache es so schnell, wie ich kann. Und ich mache es gerne für dich. Ich mache es gerne für dich. Weil ich dich liebe. Weil ich dich liebe. Wie geht's dem Kind? Gut. Freue mich. Wie ist die Atmung beim Kind? Auch gut. Auch gut. Erwachsene Moritz nimmt das Kind an der Hand und das Kind bleibt ab jetzt bei dir. An der linken Hand, nicht an der rechten. Du kannst auch umarmen, wenn du magst. Und fühlst du bitte diese Vereinigung jetzt mit dem inneren Kind, diese ganze Energie, speichere sie in dir. Wir belassen es so an dieser Stelle. Okay. War gut. Wie fühlt sich für dich an, für echte Moritz? Befreiend, total. Sehr gut. Liebevoll. Die Stellvertreterin, wie geht es dir? Ich bin total glücklich. Super, so. Mhm. Das Kind auch. Ja. Perfekt. Dann entlasse deine Stellvertreterinnen. Okay. Beschäftigst du dich mit dem kleinen Kind jetzt in erster Zeit? Ja, also mache ich schon seit längerer Zeit, ehrlich gesagt. Aber ja. Mit diesem bestimmten, was jetzt in die Aufstellung kam, mit diesem Kind, diesem Scheidungskind. Ja, mache ich.
ist aber total logisch und nachvollziehbar, weil eine Scheidung für kleine Kinder wird immer als ganz, ganz schlimm empfunden. Und genau das hat sich gezeigt. Ja, also. Das ist halt, das hat sich damals auf jeden Fall angefühlt wie so ein absolutes Ende von irgendeinem Kapitel. Und da wusste ich noch nicht mal, dass es Kapitel gibt. Also. Genau. Einfach ein Ende. Ja, die Kinder fühlen sich in ihrer Existenz bedroht, weil Mutter und Vater sind alles für kleine Kinder. Ja. Und wenn die auseinandergehen, dann das ist eine massive Angst, die entsteht bei dem Kind in so einer Situation oder kann entstehen bei den meisten. Frei atmen und Zuckerwatte essen gehen. Und was aber anfangen. Hast du als Kind solche Sachen gerne gemacht? Ich war jedes Jahr immer auf der Kirmes, wenn ich die Chance hatte. Das war mein absoluter Ort. Siehst du, wie zutreffend, genau. Jetzt im Herbst gibt es Kirmes auch hier in Deutschland, überall in den Städten. Ne? Du ja. Weißt, was ich meine. Da gibt es ja. Auch Wasserbahn, da gibt es auch Zuckerwatte. Ich werde auf jeden Fall hingehen. Genau. Okay. Kurz uns mal ausschütteln. Habt ihr noch Lust? Braucht ihr längere Pause, kürzere Pause? Vielleicht keine Pause, aber ich weiß nicht. Vielleicht keine Pause ist auch gut. Finde ich auch gut. Jemand findet auch gut keine Pause? Ja, ich. Okay. Ich finde es auch okay. Okay, dann. Bis dann. So, das war's. Ich wünsche euch einen schönen Tag, gute Zeit und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in so einem Aufstellungsseminar dabei seid. Macht's gut. Bis nächste Mal.